So, und jetzt weiter mit der neuen Runde Space Engineers. Ich brauche erstmal meinen Kopfhörer für mich auf. Stopp habe ich jetzt auch gar keine, beziehungsweise eine Uhr generell. Doch, eine Uhr habe ich. Habe ich. Sorry. Ups. So. Ja, letzte Folge, die war ein bisschen, ja, mehr von Leid geplagt, als wir dann tatsächlich geschafft haben. Ja, also im Prinzip, was wir mal sagen können, warte kurz, das haben wir richtig, oder? Kurz denken. Das Ding, glaube ich, haben wir gesagt, steht richtig. Das Ding steht auch richtig. Da vorne, glaube ich, oder? Genau, da vorne müsste dann noch ein Rad hin, wo jetzt praktisch der Piston ist. Das heißt, wir müssen den Piston nochmal um eins nach links verschieben. Passt das Rad hier jetzt eigentlich, was hier in der Mitte ist? Die Frage ist, ist es vor allem in der Mitte? Eins, warte mal. Irgendwas zum Zählen, und mal. Müssen wir schauen, dass wir keine Fehler machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Haben wir hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei. Kommt das hier hin, genau. Gehen wir kurz mal auf die andere Seite. Eins, zwei, drei, vier. Dann ist da das letzte frei hier. Und dann kommt hier das Rad hin. Genau, dann haben wir hier noch 2, 3, 4, 5 frei. Genau, perfekt. Naja, ganz so weit gefällt haben wir eigentlich gar nicht, oder? Naja gut, zugegebenermaßen schon ein bisschen hart, aber es geht, das hält es in Grenzen, also. Ich meine, gibt's besser. Ja, und ich falle genau in das Loch rein. Ja, nice. Ist das nice. Ach komm. Jetzt ist heute ein Dienstag. Jetzt ist nicht mal Montag, oder? Es ist einfach nur ein Dienstag und ich hätte es Montag aufnehmen sollen. Oder am besten am Sonntag oder so. Ah, Mist. So, wie komme ich jetzt da wieder raus? Wie zur Hölle komme ich jetzt hier raus? Okay. Der Start ist schon mal übertrieben geil. Der ist... Warte mal hier. New Small Schnipp. Schnipp. So. Irgendwie mal da drauf klatschen. Okay, warte mal. Small Shop ist eine schlechte Idee. Knallen lieber so eine Station hin. So, mal kurz schauen. So, dahin. Ich glaube, wir können auch hier. Nee, scheiße, das geht ja gar nicht. Ah, fuck. Wir brauchen noch einen Small Shop schon mal. Okay. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen Minecraft-Style hochstacken. Wenn nicht gemacht, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber wir werden es gleich rausfinden. Oh Gott. Okay. Brauchen wir ganz kurz hier mal. Ja, ist in Ordnung. Toll. Alles klar. Alles klar. Oder wir sterben einfach. Wir springen einfach gegen das Ding und sterben. Warum auch nicht? So. Medical Room? Ach ja, jetzt wollen wir hier wieder. Okay. 1000 Wege, um das Gras zu beißen. Einer davon ist mal gegen irgendwas zu springen und einfach zu sterben. Hydrogen, so. War es zwar wahrscheinlich ungewollt der elegantere Weg, aber... Naja. Oder wo sind wir verreckt? War das da unten irgendwo? Licht für eine Idee? Ah, jetzt sehen wir uns auch schon. Das war jetzt sowas von typisch irgendwie. So.
Gehen wir mal kurz drauf und füllen erstmal hier diese Gas-Bottles oder diese Hydrogen-Bottles auf. Bevor wir dann wieder einfach mal aus heiterem Himmel sterben. So. Okay. Eigentlich wollten wir nämlich das Ding hier wegfräsen. Weil das Ding ist, wir waren hier drunter und okay, sind da dann irgendwie so komisch reingeklatscht. Was heißt reingeklatscht? Nicht direkt reingeklatscht, aber so reingeschleudert oder so. Keine Ahnung. So, dann kommen wir das Ding mal hier. Ja, na gut, ja. Kann ich das hier ganz unten wieder wegreißen? Ich glaube schon, oder? Sollte gehen. Vielleicht ist nicht zu weit, aber. So. Einmal, zweimal. Dreimal, viermal. Wir speisen es allerdings erstmal fest. Nicht, dass auf einmal das andere Ding dann wegklatscht oder so. Man kann nie wissen. Kann nie wissen, was das Spiel für einen bereithält. Wie die Zukunft. So, Nummer 6 hier dran. Nummer 7. Warte mal, wir brauchen erst nochmal. Ne, keine Nummer 6 mehr. Okay, dann brauchen wir das Ding hier nochmal. So, dann sollte das Ganze eigentlich passen. Dann brauchen wir hier nochmal. Zwei hiervon. Und wir brauchen nochmal Pisten. Etwas so, genau. So. Dann müssen wir das Ding mal kurz hier ausfahren. Pisten. Alter, die ganzen Pisten ist hier. Wie viel haben wir das auf? Ach, fuck. Pisten Nummer 12. Okay, dann mal auf 0,2. Nochmal auf 0,5, weil es sollte eh nicht hier so den krassen Ruck geben. Sollte eigentlich da unten auf der gleichen Ebene sein, oder? Genau. Genau, perfekt. Und so nach Adam und Riesen. Nach Adam und Riese sollten wir das, glaube ich, jetzt hier wegreißen können. Theoretisch. Wir fahren das Ding jetzt am besten erstmal ein, nicht dass hier gleich alles dann, wobei, haben wir keine Ahnung, oder? Ist das der? Oh Gott. Welches Ding fahren wir gerade weg? Ach so, doch schon der. Egal, wir reißen das Ding einfach nicht mal weg. Kann nichts passieren eigentlich, genau. So, dann brauchen wir das Ding hier nochmal noch weg. Dass auch wirklich nichts im Weg stehen kann für Suspension. So. Einmal. Jetzt kommen wir zwar auf. Nee, ich hab jetzt keinen Bock auf den Scheiß. Funktioniert einfach und gut ist. Danke. Wenn man Lust ist, hier gerade irgendwie hier wieder rumzufieseln und rumzuüberlegen, warum könnte es nicht funktionieren so? Das geht echt so ein bisschen gegen Null. So. Damit wird das Ding schon mal da. Brauchen wir hier nochmal. Ich denke mal, 3 würden wahrscheinlich auch reichen, aber naja. You can never know. So. Das mal noch weg. So, genau, dann brauchen wir den Pisten mal. Halt, stopp, haben wir gerade. Ups. So war es eigentlich gerade nicht geplant, aber es funktioniert auch. Okay, dann machen wir es mal so.
Das, Alter, das war jetzt echt. Ich wollte. Ja, ich rede gerade davon, so mit 3 wird auch funktionieren und so. Und ich flex erstmal so einen anderen weg, bevor ich einen anderen baue. Aber hey, es funktioniert. Können ein bisschen Schweißarbeit sparen. So, genau, um das Ding mal noch dran. Okay. So, was wir jetzt machen müssten, wäre, wir müssten jetzt diese 3 Pistons finden und wieder einfahren. Ich bin aktuell nicht mehr ganz sicher, was hier welche Pisten ist. Ich meine, im Prinzip viel falsch machen können wir nicht. Hier ist einer, der eine geht schon echt viel zu schnell rein. Alter. Okay, das Ding geht auch mit 2 Pisten sehr ganz gut eigentlich. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Ja gut, okay. Egal, alles super. Funktioniert nicht so ganz. Oh Gott, jetzt geht der andere. Oh, jetzt geht irgendein anderer Pisten raus. Warum geht irgendein anderer Pisten raus? Nein, du sollst. Oh, come on. Reverse, haben wir 10 Meter, 10 Meter. 6 Meter Reverse. 6 Meter, alle 6 Meter. 10 Meter. Genau, rein mit dir. So die Gefahr dann, dass irgendein Pisten dann wieder irgendwie anders bezeichnet ist oder so, oder einfach mittendrin ist, wo er eigentlich nicht hin sollte und so. Und weißt du geil was. So, jetzt muss man kurz warten, ob das alles so passt, bevor wir die Pistons hier wegballern. Ich will mich das ganze Zeug auch hier noch ein bisschen höher legen. Und ich bin gar nicht sicher, ob das reicht, wenn wir es hier mal nur ein wenig höher stellen. Wir rollen schon mal. Bleibt bloß stehen jetzt. So, wir brauchen die Suspension 7 bis 8 über 13. Und zwar. So. Das heißt jetzt bloß unsere Struktur nach vorne. Das kann jetzt nicht sein, oder? Das kann jetzt nicht wirklich sein. Oha, lol, oha. Wir stehen in vorne schon direkt an. Warte mal, warum haben wir jetzt mit 3 Rädern weniger Last hinten als mit. Okay, das Gyroskop fehlt. Shit. Da war doch was. Lol, wo ist das Gyroskop jetzt hin? Ist es jetzt despawned? Oh, come on. Gyroskop. Wenn ich weiß, dass das Ding Milliarden an Tonnen wiegt. Und das macht es zum Ausbremsen für irgendwelche und für unsere Zwecke nämlich ganz nützlich. So. How to waste steel blades. En masse. Ah, ja. Das Ding ist lustig. Ich meine, hinfliegen und das sage ich mal schweißen bringt relativ wenig, aber Metal Crit brauchen wir noch 40 und noch mehr Steel Blades. Weil mehr Steel Blades, als wir eigentlich gerade geordert haben. Die Steel Blades und dann brauchen wir noch die Metal Crits. Die haben wir hier. Wie viel haben wir gesagt? 40, glaube ich. Und den Rest füllen wir einfach mit Stahlplatten auf. Wobei ich glaube, dass die sogar reichen könnten, sollten, müssten, whatever. Schauen wir mal. Okay. Wir haben immer noch vorhin zu viel Gewicht. For some reason. Wie
wie es auch immer. Hier vorne das ganze Zeug wegballern. Hä? Warum haben wir vorne so viel Gewicht? Das waren die Pistons, die stehen ja eigentlich relativ mittig. Die sollten eigentlich hier an Gewicht nichts ausmachen. Ach so, weil wahrscheinlich jetzt die Räder um eins nach hinten verlegt haben. Ja, wir haben gerade definitiv Spaß. Und unser Metallschuh voll. Ganz nice. Wir hätten diese Box hier weit nach hinten verlegen sollen. Aber ich kann mal so feststellen. Warte mal, wir probieren jetzt mal, wenn wir das Ding ein bisschen... Vielleicht nach hinten. Okay. Das ist ja alles auf 1,30 Meter, oder? Na ja, genau. Es geht bloß tief runter, oder? Man soll es auch ausgebalanced. Naja. Ob das jetzt gerade so optimal ist, bin ich mir auch nicht so sicher. Wir brauchen ein bisschen Bodenabstand auf alle Fälle, ja. So ganz vorsichtig mal nach oben. Naja. Blöd ist auf alle Fälle schon, klar. Wir müssen mal schauen, wir bauen das Ding am besten mal noch weiter und so, dann haben wir hinten bestimmt noch genug Ballast. Ja, ansonsten schauen wir nochmal. Ja, damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Space Engineers LP.